Und ausgelöst hat, dass uns jemand erzählt hat, dass sehr viele in Zürich, auch wenn sie nur kleine Goldbarren haben, nackt auf Goldbarren sitzen, weil das so eine angenehme Schwingung hat. Hallo, ich bin Teil vom Künstlerduo Nobotic, das ist Yvonne Wilhelm und ich. Das hier, was wir hier sehen, ist eine Arbeit zum Schweizer Rohstoffhandel. Das ist eine Arbeit, die sich Swiss Psychotropic Gold nennt und in der Form, was man hier in den Raum jetzt installiert haben, ist es die molekulare Raffinerie oder die psychotrope molekulare Raffinerie. Also eine Raffinerie, die sich unterscheidet von der klassischen Schweizer Goldraffinerie. We've mounted a camera to try to capture the work. But the instant he submerges, it just goes black. Ich finde, an der Arbeit von Nobotic sieht man nochmal sehr gut, wie anders heutzutage Künstlerinnen und Künstler sich zum Beispiel dem Bereich Metallurgie widmen oder Umgang mit Gold. Ne? Da gibt es ja auch von Beuys eine zentrale Aktion, wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt, ne? Wo Beuys quasi mit dem toten Hasen auf dem Arm durch die Galerie geht, dem er dann seine Bilder erklärt, währenddessen sein Gesicht mit Honig und Blattgold bedeckt ist. Die Herangehensweise zum Beispiel von Nobotic, die sich eben auch mit Gold auseinandersetzen, es ist ein sehr realistischer Blick auf die heutige Rolle von Gold, dem sie eben in ihrer Argumentation auf eine sehr interessante Art und Weise eben diese psychotropen Wirkungen zusprechen, die jetzt eigentlich keine künstlerische Erfindung ist. Gold wird ja unter ganz schwierigen ökologisch verheerenden Bedingungen, aber auch sehr, sehr krassen Bedingungen für die Menschen, die das Gold gewonnen und kriegt auf einmal diesen ätherischen Status. Dieser Reinigungsprozess, den das Gold durchläuft und eben auch quasi zum Image auch der Schweiz beiträgt und dann zur individuellen Optimierung der Haut beiträgt, ist natürlich das ist eigentlich eine komplett psychotrope, psychoaktive Wirkung. Also das ist ja so auch die Argumentation, ne, von Nobotic. Die Arbeit selbst ist eigentlich, kann man sagen, eine künstlerische Forschung oder ein künstlerisches Forschungsprojekt. Es ist innerhalb eines internationalen Projekts hat es begonnen über Kunst des Öffentlichen, das heißt nicht Kunst im öffentlichen Raum, sondern ob es Kunst gelingt, Teil von öffentlichen Auseinandersetzungen zu werden. Und die Künstler, das waren in 9 Städten in der ganzen Welt, die eingeladen wurden, haben jetzt nicht, wie meist Künstler in anderen Ländern oder in anderen Städten, so etwas gearbeitet, wo sie selbst noch nicht viel wussten, sondern die Künstler sollten über ihre eigene Stadt, in der sie leben, arbeiten. Und das bei uns war in dem Fall Zürich, weil wir hier auch unterrichten. Und uns hat interessiert, über den Schweizer Rohstoffhandel zu recherchieren, weil das auch ein Thema ist, was in der Schweiz noch sehr, sehr selten Teil der öffentlichen Debatte wird oder auch nicht werden soll. Es gibt hier eine, das ist eine lange Geschichte, das ist eigentlich eine ganz klassische koloniale Geschichte, weil die Schweiz, es gab jetzt, als wir angefangen haben, erste Publikationen, die ganz klar auch feststellten, dass Schweiz Teil des Kolonialismus war. Sie hatten zwar nie Kolonien, aber sie waren immer Intermediaries, die Zwischenhändler. Sie hatten die Schiffe und sie hatten die Versicherungen, die die Sklavenschiffe
mit denen sie versichert wurden. Und durch dieses Intermediary-Wissen haben sie ein enormes Wissen über Handelsplätze entwickelt. Und über diese Logistik haben sie zum Beispiel Großmächten, kolonialen Großmächten wie England zum Beispiel, einzelne Schweizer Familien den Handelsplatz Indien geöffnet. Und als Medienkünstler ist das natürlich interessant, dass dieser Rohstoffhandel ja hauptsächlich auf Terminals im virtuellen Raum stattfindet, wo diese Traders sitzen. Und aber es wird natürlich mit Materialitäten gehandelt, aber die Materialitäten im Falle der Schweiz kommen eigentlich nie in dieses Land rein oder werden hier verarbeitet, sondern es gab nur zwei Rohstoffe, die in diese Schweiz reingekommen sind und weiterhin reinkommen, das ist Kakao und Gold. Es braucht dann für diese Rohstoffe Verarbeitungsindustrien und das sind diese Goldraffinerien. Und mir war nicht bekannt, also dass 5 der 10 größten Goldraffinerien sich in der Schweiz, in ganz kleinen Dörfern in der italienischen Schweiz, in Tessin befinden. Also in wirklich clandestin, in unscheinbaren, eher schönen, idyllischen Dörfern sind diese Raffinerien, die 24 Stunden das ganze Jahr über arbeiten und das Gold reinigen. The production of a second nature, the way in which the body gets caught up, new forms of derivatization and the way the body gets caught up at a molecular level. But it's still always been the case that in order to produce capital accumulation, you have to move through the phases of capital production. Nothing is just value-bearing in and of itself, not even gold. Und das Reinigen von Gold ist eigentlich eine Kultur, die wir glauben, die ganz stark auch diese Schweizer Kultur, dieses Wissens und Schweizer Mentalität ermöglicht hat. Also dieses animistische Reinigen von Mineralien ermöglicht auch das Reinigen der Schuldgefühle und ermöglicht diesen diskreten, hochtechnokratischen und White Supremacy Finanzstandort Zürich. Geschichte, die uns dann zu interessieren begonnen hat und woraus das Narrativ, was wir in dieser Arbeit in ganz vielen Recherchen entwickelt haben. Also die Recherchen sind einerseits darauf gefußt, dass wir sehr viele Leute interviewt haben, die bereits über Rohstoffhandel geforscht haben, sei es im Finanzsektor, sei es Historiker, die die ganze Geschichte dieser Schweizer Trading-Familien untersucht haben, Zugang zu Privatarchiven, das ist vor allem das ganze Wissen des Rohstofftradings in der Schweiz, sind vor allem private Familienarchive, die dann relativ verschlossen noch sind. Und dann aber ab 1999, 2000 hat sich diese Geschichte des Familientradings, Schweizer Familientradings, beendet, weil diese Familien oder die meisten von ihnen nicht mehr den Übergang zur Finanzialisierung des Marktes mitgehen konnten. Also sie haben das nicht mehr die ganzen Börsengänge bewältigt und so kamen ab 1999, 2000 die Multis in die Schweiz und das sind jetzt die größten Rohstoffhändler sitzen in Zug vor Zürich und in Genf und bekamen von Anfang an auch beste Konditionen von den Banken. Es ist sehr viel Risiko, mit Rohstoffen zu handeln. Und einerseits war das dieses enorme Risiko, was die Schweizer Banken bereit waren zu gehen, um sich auf diese, wie zum Beispiel Glencore, einzulassen. Glencore hat sehr wenig Expertise mitgebracht, aber hat von Anfang an riesige Projekte gestemmt in der Schweiz. Und das andere waren die Einfuhrbedingungen, die relativ einfachen, wo man immer noch sehr gut verschleiern kann, woher die Waren stammen, also ob es Blutgold ist, also ob da Kinderarbeit, ob da schwerste Umweltverschmutzungen durch Quecksilber in den Abbaustätten stattgefunden haben, weil eben die Transitwege
so umgeleitet werden, meistens auch über arabische Märkte. Bevor es von Afrika zum Beispiel in die Schweiz kommt, kommt es zuerst auf saudi-arabische Märkte, das Gold. Und zum Beispiel jetzt gab es wieder Blutgold aus Togo, noch vor ein paar Jahren, was wieder reingekommen ist. Und die ganze Geschichte ist natürlich eine ganz heikle politische Geschichte, weil die Schweiz ja eigentlich ihr Gold nicht zeigt. Es ist eine protestantische Kultur und die Kirchen sind ja leer in der Schweiz. Es ist kein Blattgold und gleichzeitig ist immer am meisten Gold in diese Schweiz gekommen und es hat uns einfach interessiert, was hat dieses kleine Land getrieben? Was treibt es zu diesem Gold? Was ist diese Sehnsucht und diese Begierde und diese Gier nach diesem Gold? Und es gibt ja die großen Etappen, also es gibt das Nazi-Gold und dann vor allem das Südafrika-Gold in den 70er, 80er Jahren, also die Umgehung des Apartheid-Boykotts, haben die dann das ganze Gold von Südafrika bekommen, weil sie das Apartheid-Regime beliefert haben. Und also einerseits ein sehr schwieriges Thema politisch, das auch als Künstler zu adressieren. Und andererseits haben wir dann aber auch nicht wollen, eine klassische Aufklärungsarbeit zu machen, also zu zeigen auf die anderen, die Bösen, die Schweizer. Ich bin ja kein Schweizer, aber ich verdiene da auch mein Geld und profitiere ja von diesem Reichtum, der auch ganz stark übers Gold kommt. Und wir wollten eine Arbeit entwickeln, die auch, wo wir selbst sehr stark adressiert werden und vor allem auch Kulturtreibende, die ja nicht immer nur auf der guten Seite stehen, ja, sollten oder glauben, sie sind immer auf der guten Seite, wenn man kritische Kunst macht. Inward, the here there and the elsewhere within here, all at once. Who's speaking? Who's listening? How? When? Where? With whom? And with what? Optimierungsgeräte für Körper, dann ist hier also das Goldbad in Blattgold, verschiedene Schönheitstechniken mit Gold, dann der Goldschmuck, also das meiste Gold, was wir auch in den Recherchen herausgefunden haben, ist das Gold nicht mehr, es hat eigentlich keine Währungsfunktion mehr, wie die meisten noch glauben. Das ist kein Stabilisator, es ist viel zu volatil, der Markt, obwohl die Leute immer noch hoffen und die Schweiz auch die konservativen und rechtskonservativen Parteien den Goldbestand nicht aufgeben wollen, weil sie meinen, sie könnten da was festhalten an Sicherheit. Aber finanztechnisch ist das kaum zu halten. Und das meiste Gold geht heute auch in die Schmuckproduktion, und zwar in Indien und China. Es sind riesige Märkte und hat da auch wieder eine Genderfunktion, weil es wird den Frauen nie richtig Werte gegeben, sondern mobile Werte, die man ihnen jederzeit wieder wegnehmen kann, die Kette, wenn sie nicht. Also sind weiterhin wahnsinnig patriarchale Systeme, die da auch mit Gold aufrechterhalten werden. Das Gold ist mehr als jetzt nur Wert. Ja? Es scheint, was das auch zeigt, Gold löst in uns, es hat eine animistische Kraft. Also es ist nicht Zufall, dass es seit Jahrtausenden Menschen nach Gold streben. Und wir haben eigentlich versucht, also uns zu hinterfragen, ob diese Sehnsucht, die wir alle haben, auch diese sogenannten kritischen Aufklärer oder kritischen Künstler, die ja auch alle diese esoterischen Praktiken praktizieren, ob das nicht auch eine andere Form oder eine erweiterte Funktion dieser kollektiven Amnesie ist, sich mit kolonialer Geschichte und Verantwortlichkeiten auseinanderzusetzen. Und deshalb ist es eigentlich ein Experiment an uns selbst, ja. Diese psychotrope Raffinerie, und wir wollen uns auch selbst heilen. Unser Interesse ist schon an kollektiver Heilung, also gerade wenn man über Kolonialismus nachdenkt, zu denken und nicht, also wie die esoterischen Praxen vielleicht auf Fehlerweise auf individuelle, also dieses neoliberale Individuum zu heilen. Ich glaube, dass wir alle Heilung brauchen, aber dass wir
in experimentellen Kollektiven uns heilen sollten. Und da kann die Kunst vielleicht oder eine künstlerische Arbeit mit diesem Setup von Riechen, von Sitzen auf Mineralien, von durch Nadeln aktiviert werden, vielleicht so Anregungen geben, wenn das in der Gruppe und dann auch diskutiert wird anschließend, wenn es so workshopartig stattfindet. Es ist auch so eine workshopartige Kultur gewesen, teilweise in unseren Ausstellungen, dann ist es eine andere Form vielleicht von gesellschaftlicher Heilung, weil es sehr stark auch über das Kollektive wieder gedacht wird und nicht über die Verklärung des Schamanen selbst. Ja.